Als Beispiel für die Anwendung des Mittelwertmodells möchte ich nun den Hochsatzsteller bzw. Aufwärtswandler im kontinuierlichen Betriebsmodus betrachten. Das heißt, wir schauen uns zunächst die Schaltung an. Das ist hier die Eingangsspannungsquelle über die Induktivität, den Schalter nach Masse, Diode zum Ausgangsfilter, hier mit der Spannung UE. Und wir wollen uns jetzt für den Schalter und die Diode anschauen, wie sehen jetzt hier die Mittelwerte der Spannung bzw. der Ströme aus, um dann daraus das Mittelwertmodell abzuleiten. Das heißt, auch hier wird die Schaltung betrieben werden mit einem Steuersignal D von T, sodass der Schalterpuls weitenmoduliert ein- und ausgeschaltet wird. Und das hier soll jetzt wieder sozusagen ein mittleres Tastverhältnis D-Mittel haben, was jetzt im stationären Zustand ungefähr gleich dem statischen Tastverhältnis D sein wird. Wenn keine Störungen auszuregeln sind, sogar exakt gleich sein wird. Und um jetzt hier zu dem Mittelwertmodell zu kommen, schauen wir auch hier den Strom durch den Schalter und die Spannung in Sperrrichtung über der Diode an. Und dazu werden wir auch gleich den Strom IL benötigen. Das heißt, hier rechts mal dargestellt, wenn wir im stationären Zustand sind, im oberen Diagramm der Stromverlauf durch den Schalter. Das heißt, hier so trapezförmig, wenn wir kontinuierlich im Betriebsmodus sind. Und die Spannung an der Diode wird wie folgt aussehen: Ist der Schalter geschlossen, liegt die Ausgangsspannung UA als Sperrspannung an der Diode an. Ansonsten wird in der zweiten Phase zwischen D mal T und T die Diode leitend sein, also kein Spannungsabfall entstehen oder nur die Flussspannung, die wir jetzt hier vernachlässigen wollen. Das heißt, die Spannung UD wird so aussehen, während der Schalter eingeschaltet ist, ist die Spannung bei plus UA und ansonsten ist sie näherungsweise 0. Und dann haben wir hier jetzt analog zu dem Tiefsatzsteller, der bereits betrachtet wurde, beziehungsweise zu dem Abwärtswandler, die entsprechenden Stromverläufe beim Hochsatzsteller. Also müssen wir jetzt hier auch die Mittelwerte bestimmen, um zu dem Mittelwert zu kommen. Das heißt, wir wissen, der Schalter führt den Strom durch die Induktivität während seiner Einschaltzeit. Das heißt, der Mittelwert hier zwischen dem Minimal- und dem Maximalwert ist IL-Mittel. Das heißt, wir könnten, um auf den gleichen Mittelwert zu kommen, den Schalterstrom ersetzen durch hier so ein flächengleiches Rechteck mit dem Wert IL-Mittel nur während der Zeitdauer D mal T. Und dann wird der Gesamtmittelwert des Stromes IS, wenn wir es ungefähr so einzeichnen, hier einen Wert haben. IS-Mittel ist gleich D-Mittel mal IL-Mittel. Und für die Spannung an der Diode werden wir hier den Mittelwert über diesen rechteckförmigen Verlauf nehmen. Das heißt auch hier, zeichnen wir es mal so ein, müsste in etwa dieser arithmetische Mittelwert rauskommen. UD Mittel ist dann D Mittel, was ja gleich sein soll wie D mal UA. Nehmen wir an, dass UA konstant ist, dann ist UA gleich auch hier sozusagen UA Mittel. Und dann können wir hier auch beim Hochsatzsteller die Schaltung ummalen, indem wir hier die schaltenden Bauelemente durch zwei gesteuerte Quellen ersetzen und zu Mittelwertgrößen übergehen. Das heißt, die Eingangsspannung ist jetzt UE-Mittel. Der Strom durch die Induktivität soll jetzt auch nur seine langsame dynamische Veränderung haben, IL-Mittel. Und den Schalter, wie beim Tiefsatzsteller, ersetzen wir ihn durch eine Stromquelle mit dem Wert D-Mittel mal IL-Mittel, weil das hier oben der Mittelwert des Schalterstroms war. Die Diode ersetzen wir durch eine Spannungsquelle, auch hier gesteuert mit dem Wert D-Mittel mal UA-Mittel, wobei UA-Mittel die Ausgangsspannung ist, die parallel an der Kombination aus R-Last und C abfällt. Und dann hätten wir hier in diesem unteren Diagramm tatsächlich unser Mittelwertmodell für den Hochsatzsteller, das jetzt auch hier dazu dienen kann, um in LT-Spice zum Beispiel das dynamische Verhalten zu modellieren, dort das Bode-Diagramm zu ermitteln oder, wie wir im späteren Verlauf sehen werden, um daraus die Übertragungsfunktionen für diese leistungselektronische Schaltung zu gewinnen.